Hey Leute, ich bin's wieder, euer Icy und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Angel News. Leute, bevor ich jetzt anfange und mit den News starte, möchte ich noch gerne etwas loswerden. Ich weiß, es wird nicht jeden Mann erreichen und wahrscheinlich nicht mal die richtigen, denn die meisten benehmen sich ja auch unter den Angel News, aber es kommt in letzter Zeit vermehrt vor, wenn man News über andere Angler bringt oder über andere Fischfluencer etc., dass dann sehr viele Hate-Kommentare in den Kommentaren sind, wie zum Beispiel, der Angler ist scheiße oder der Angler ist scheiße oder wie kannst du über den berichten, der ist scheiße. Leute, ich will euch eins hier damit sagen. Jeden einzelnen solcher Kommentare wird gelöscht. Ihr könnt eure Meinung haben, aber dies ist keine Plattform, um irgendwelche Angler zu deformieren oder mit Hasstiraden irgendwie zu beschimpfen oder schlecht zu machen. Das Ganze ist ein Newsformat, das relativ neutral an die Sache rangeht, außer mit meiner eigenen Meinung und vielleicht eure Meinung unten in den Kommentaren. Ist vielleicht nicht immer ganz neutral, weil ich natürlich immer meine Meinung mit reinbringe, aber ich beleidige hier niemanden, Leute. Das habe ich nicht gemacht bei der Zeck-Sache, das habe ich nicht gemacht bei irgendwelchen anderen Dingen, die man vielleicht kritisieren könnte, und das möchte ich auch nicht von euch sehen. Nur damit das klar ist. Also bei jeglichen beleidigenden Kommentaren wird hier der Bannhammer als auch der Löschhammer geschwungen. Und jetzt zu den News dieser Woche. Claudia Daga bei Rapala. Hank Cherry, Gewinner der Bassmaster Classic 2021. Catch and Clean bei RTL. Eine Ergänzung zum Thema Benny angelt. Hecht attackiert Mensch und Süßwasserquallen in der Havel. Und falls auch du immer auf dem aktuellsten Stand der Angelszene sein willst und nichts mehr verpassen willst, dann lass jetzt ein Abo da und sei immer live dabei, wenn es heißt Angel News. Alles rund ums Angeln. Leute, gibt es eine sympathischere Person als Claudia Daga im Angelgame? Ich glaube nicht. Allein schon, dass sie überhaupt auf meiner Main-Plattform auf Twitch angefangen hat und mit richtig guten Angelstreams am Start ist, mit denen man auch immer mal wieder geile Fische sehen kann. Leute, ist Claudia Daga jetzt auch in einer Zusammenarbeit mit Rapala. Erst letztens hat sie auf ihrem Instagram-Account endlich aufgelöst: Hey Leute, ich darf es euch endlich verraten, ich arbeite jetzt mit Rapala zusammen. Und das heißt, Claudia widmet sich nicht nur jetzt mehr den Karpfen, sondern viele sagen jetzt auch: Hey Claudia, fängt jetzt auch mal richtige Fische. Für mich ist jeder Fisch ein richtiger Fisch, okay? Hey, ja, deswegen, Claudia, alles Gute und herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich auf viele weitere geile Streams von dir und natürlich auf viele weitere geile Fische. Alles Gute für die Zukunft, Claudia. Leute, letzte Woche haben wir über Benny Angelt berichtet, wie Benny Angelt sich aus dem Angel-Influencing-Game oder aus dem Angel-Video-Game, aus dem Angel-YouTube-Game etc. herausgezogen hat, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen etc. dies, das und noch viele mehr Punkte. Schaut euch den Bericht an von letzter Woche. Ich verlinke euch das Video natürlich noch hier oben in der kleinen Infobox da oben. Aber es gibt noch einen kleinen Nachtrag, und zwar Das ist Angeln, ein YouTube-Kanal, der auch häufiger mit Benny Angelt unterwegs ist, hat noch eine kleine Ergänzung dazu geschrieben, und zwar gab es das Statement von Benny Angelt nochmal für kurze Zeit bei Das ist Angeln auf dem Kanal zu sehen. Das Video ist jetzt schon wieder runtergenommen worden, aber dort konnte man das Statement von Benny nochmal sehen. Was ich noch ergänzen wollte: Natürlich ist Benny nicht ganz von der Bildschirmfläche verschwunden, denn Benny wird natürlich auch weiter angeln etc. und wird natürlich auf diversen Channels auch immer wieder anzutreffen sein. Dazu ist einmal dabei Das ist Angeln, der Kanal, und natürlich Fishing Team Highlight, Leute. Fishing Team Highlight. Fishing Team Highlight. Da auch. Da werdet ihr Benny auch sehen, ne? Gute Jungs, Leute. Also nicht verzagen. Na, Benny ist nicht komplett weg. Ist nicht komplett weg, ne? K.
keine Folge Angel News, ohne im Moment über Catch and Clean berichten zu dürfen, Leute. Und ich freue mich natürlich, denn das ist meine geile Aktion. Wahrscheinlich für die nächste Zeit erstmal jetzt ein bisschen weniger, weil der Catch and Clean, der ist vorbei, Leute. Ist vorbei, aber es war trotzdem ein geiler Erfolg, denn sogar RTL hat über den Catch and Clean Day berichtet. Der Bericht von RTL ist leider nicht mehr aufzufinden. Er war auf RTL Nord zu sehen, aber die Jungs von Catch and Clean haben mir einen Mitschnitt rübergeschickt und da gucken wir jetzt mal gemeinsam rein. Ich selber habe das Ganze noch nicht gesehen, deswegen ich bin sehr gespannt. Let's go. Ja, wie sehr Müll auch zum Problem für die Gewässer bei uns in Niedersachsen wird, das zeigen eindrucksvoll die beiden Angler Niklas Benner und Kai Behme. Auf ihren gemeinsamen Angeltouren haben sie nämlich nebenbei noch Müll gesammelt und das Ergebnis eindrucksvoll auf ihrem Instagram-Kanal Catch and Clean festgehalten. Sehr gut. Zusammen mit dem Anglerverband Niedersachsen gab es nun am vergangenen Samstag einen gleichnamigen Aktionstag, bei dem Angler landesweit zur Mülltüte gegriffen haben. Und da kam einiges an Land. Martin Turan und Jan Bockel. Da kam einiges an Land. Geil, Mann. Geil. Ein Motorroller, ein Einkaufswagen, Fahrräder und ein Bauzaun. Das sind ein paar der größten Fundstücke, die Anglerinnen und Angler am Catch and Clean Day aus dem Mittellandkanal in Hannover ziehen. Bei Initiator Niklas Benner geht heute eher kleinerer Müll ins Netz, doch das ist genauso wichtig. Ansonsten ist es jetzt gerade relativ viel Kleinkram wie Kronkorken oder Zigarettenverpackungen, ganz viel Zigarettenstümmel, auch eine absolut schlechte Sache, weil die ganzen Nikotinsachen, die da drin sind und Giftstoffe verunreinigen unsere Gewässer. Das heißt, sowas wegzuwerfen, achtlos, ist nicht sinnvoll. Das heißt, Kleinkram bis jetzt, aber ist auch gut. Gemeinsam. Ist so. Kleinkram ist auch wichtig, Leute. Kleinkram ist auch wichtig. Stark, und hier gemeinsam waren sie unterwegs, ne? Stark, Mann. Mit seinem Kumpel Kai Behme gründet Niklas 2019 den Instagram-Kanal Catch and Clean. Stark. Dort posten die beiden Gifhorner eigene Müllsammelaktionen auf ihren Angeltouren. Mittlerweile haben die Sammler über 3000 Follower und auch der Anglerverband Niedersachsen ist von ihrer Aktion überzeugt. Stark, guck mal, da war gerade sogar Anne, stark. Gemeinsam haben sie den landesweiten Sammeltag ins Leben gerufen. Viele haben natürlich gesagt, ja, das ist nichts Neues, das machen wir als Arbeitseinsatz quasi Jahr für Jahr. Aber die fanden einfach gut, dass es so ein zentrales... Matthias Emmerich ist nicht irgendeiner, ist Biologe sogar, ne? Ist Meeresbiologe und hat auch schon einige Berichte gemacht. Wir haben auch schon auf einige Videos reagiert. Einfach mal auschecken. Guter Mann. Event gibt, wo man sich der Öffentlichkeit einfach auch mal darstellen kann. Wir sind geiles T-Shirt übrigens. Catch and Clean, Mann. Catch and Clean T-Shirt. Geiles Shirt, Mann. Kanter Naturschutzverband. Uns liegt viel daran, intakte Gewässer zu haben und zu intakten Ökosystemen gehören eben auch saubere Gewässer. Und da sind die Angler wesentliche Akteure, die diese Gewässer sauber halten. Und das dient letztendlich dem Gemeinwohl aller, die sich gerne in der Natur aufhalten. Das darf man nicht vergessen. Der Catch and Clean Day ist ein voller Erfolg. Niedersachsenweit beteiligen sich mehr als 75 Vereine und Gruppierungen an der Sammelaktion. 75 Vereine, Leute. 75 Vereine. Krass, Mann, ey. Richtig gut, richtig gut. Bin gespannt, wenn das niedersachsenweit einfach mal ausgeweitet wird auf deutschlandweit, wisst ihr? Wie krass ist es dann? Heftig, Mann. Über 2 Tonnen Müll tragen die Anglerinnen und Angler in wenigen Stunden zusammen. In erster Linie Verpackungsmüll aus Plastik, der einfach in die Natur geschmissen wurde. Durch Sammelaktionen wie diese hofft Mitinitiator Kai Behme, dass die gesamte Gesellschaft ihre Einstellung zur Natur ändert. Ja, dass so ein Umdenken halt in den Menschen stattfindet, dass sie sagen, okay, wir haben wirklich nur diesen einen Planeten. Es ist einfach idiotisch, sich den selbst komplett zu vermüllen. Ja, absolut. Dass die Leute ihren Müll einfach dahin schmeißen, wo hingehört, und zwar in die Mülltonne und nicht in die Natur. Vor allem ist es nicht nur da. Ich meine, die Leute sind ja da am Wasser, haben einen geilen Spot da und die wollen da doch auch wieder hin. Also warum schmeiße ich meinen Müll da? Wisst ihr, was ich meine? Wenn du zu Hause bist, schmeißt du deinen Müll auch nicht aufs Sofa, weil du willst ja auch wieder liegen oder in deinem Bett oder sonst irgendwas. Deswegen, einfach crazy, Mann. Einfach crazy. Ich verstehe es immer wieder nicht. Sodass die Gewässer und die gesamte Natur uns und auch den nachfolgenden Generationen noch lange erhalten bleibt. Ah, starker Bericht. Ganz starker Bericht. Mega, mega gut. Leute, den Instagram-Kanal, ne? Den kennt ihr ja hoffentlich schon alle. Wenn nicht, verlinke ich euch das Ganze natürlich noch unten von Catch and Clean. Folgen und selber Catch and Cleaner werden. Und falls ihr es eh schon seid, Respekt, Leute. Respekt.
Na, geil, dass RTL darauf aufmerksam geworden ist. Geil, dass RTL darüber berichtet hat. Stark. Weiter so. Na, Jungs, ihr wisst Bescheid. Ich bin stolz auf euch. Diesen Hecht dreht es sich im Moment, denn es gibt viele, viele Artikel, in denen gesagt wird, Hecht attackiert Mensch. Denn ein 74-jähriger Radfahrer wollte sich mit seinen Füßen eine Erfrischung beim Antoniweiher im Ebersberger Forst geben, als plötzlich ein Hecht seine Füße attackierte. Ja, kaum zu glauben. Ziel war in dem Fall natürlich nicht die Füße des Anglers, sondern der Hecht wollte einfach auf Jagd gehen und dort waren kleine Baitfische unterwegs, kleine Friedfische, die der Hecht fangen wollte und dann mit der Attacke drauf und dann waren die Füße da leider im Weg. Der gute Herr hat das Ganze noch gefilmt, den Link zu dem Artikel. Ich habe das ganze Video noch nicht gefunden. Falls ihr es findet, Leute, schickt mir doch ruhig mal gerne einen Link, ich würde es mir gerne mal angucken. Den ganzen Bericht packe ich natürlich unten in die Infobox. Da findet ihr noch weitere Fotos zu den Füßen, wie diese aussehen. Wollte ich euch jetzt hier nicht als Bild verpacken. Sieht nämlich nicht ganz so schön aus. Wir kennen selber, wenn wir mal bei der Handlandung oder bei der Hakenlösung mit unseren Händen uns selber am Hecht verletzen. Aber natürlich keine schöne Sache. Aber bitte stempelt den Hecht jetzt nicht als Killermaschine ab. Okay, danke. Der Landesfischereiverband, Leute, macht darauf aufmerksam, dass es Süßwasserquallen in der Havel bei Brandenburg gibt. Und dass nicht nur eine oder zwei, sondern wirklich zahlreiche Süßwasserquallen in der Havel. Das Gute ist daran, die Quallen sind für Menschen harmlos und gelten im Allgemeinen als super Indiz für sehr gute Wasserqualität, denn diese Quallen entwickeln sich erst bei sehr guter Wasserqualität, bei bestimmten Temperaturen, wie zum Beispiel so 25 Grad der Wassertemperatur. Die Quallen dienen den Fischen nicht als Futter und die kleinen Nesselfäden der Quallen sind nur gefährlich für kleine Krebse, Wasserflöhe etc. Also, gute Nachrichten aus der Havel, Leute, aus Brandenburg. Leute, dieser Mann, Hank Cherry, hat die Bassmaster Classic 2021 gewonnen. Hank Cherry hat sich somit vor 1,6 Millionen Zuschauern $300.000 Preisgeld mit nach Hause genommen. Leute, was sind das für krasse Zahlen? Warum ist Angeln in Deutschland nicht so ein krasser Sport? Heftig, Mann. 1,6 Millionen Zuschauer gucken das Event, Bassfishing-Turnier, und man kann 300.000 Euro Preisgeld gewinnen. Heftig, Mann. Heftig. Hank, herzlichen Glückwunsch. Und er ist sogar der Back-to-Back-Sieger. Das heißt, er hat im Vorjahr schon die Bassmaster Classic 2020 dann gewonnen. Und jetzt nochmal Back-to-Back-Champion. Er hat den Titel verteidigt. Hank Cherry, alles, alles Gute. Den Artikel zu den Gewinnen packe ich euch natürlich unten in die Infobox. Das war sie heute, auch schon wieder die Angel-News, heute ohne Gossip, auch wenn ich wieder so ein fancy Hemd anhabe, Leute, aber das macht nichts, Leute, genießt das Wetter so weit ihr könnt, das ist sehr wechselhaft im Moment, also falls ihr am Wasser seid, Leute, falls ihr am Wasser seid, ein dickes, dickes Petri, falls ihr Meinung habt zu den News, bitte schreibt es unten in die Kommentare, bei den letzten war es sehr, sehr zahlreich, ich habe mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut und falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Lasst einen Daumen nach oben da und lasst ein Abo da, damit ihr keine weitere Angel-News mehr verpasst. Na, bis dahin, Leute, lasst es euch gut gehen, dickes Petri und das Wichtigste, bleibt gesund, Leute, euer Icy.